Hi und willkommen. Mein Name ist Andy Roy P und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Final Fantasy 7 Remake. Ja, dieser Typ hat mich gerade ein bisschen aus der Fassung gebracht, wie auch immer das war. Der Typ hier. Keine Ahnung. Ja, in der letzten Folge haben wir uns noch in den Slums ein bisschen umgeschaut, haben hier und da ein paar Aufträge angenommen, Nebenjobs angefangen, Geld verdient. Haben wir Geld verdient eigentlich? Ich glaube nicht, ne? Wir haben gar kein Geld bekommen. Aber egal. Ja, und wir machen jetzt hier noch so ein bisschen weiter. Wir können, glaube ich, noch zum siebten Himmel gehen und Barrett aufsuchen, der unsere Kohle hat. Aber wenn wir schon mal hier sind, dann machen wir das ja alles. Du warst der Erste, der Daten eingereicht hat. Dafür gibt es eine Zusatzbelohnung. Mein Materia-Sortiment konnte ich auch schon erweitern. Wenn ich an der Datensammlung der Kampfberichte beteiligt, macht Chadley Fortschritte bei der Materieentwicklung. Du kannst neuartige Materia werden. Wenn du sehr viel Kampfberichte abschließt, erhältst du möglicherweise auch Sonderaufträge. Bei Chadley kannst du für einen geringen Betrag freischalte Waffenmodifikationen zurücksetzen lassen. Du hältst dann alle verbrauchten Waffenpunkte zu und kannst deine Waffen noch einmal von vorne verstärken. Denk daran, dass es kein Grund geizig zu sein. Setz für jede deiner Waffen so viel Waffenpunkte ein, wie dir zur Verfügung steht. Okay, also kann man gar nicht alle Sachen da bekommen, oder was? Ist einer bestimmten Anzahl Vita angewandt. Du merkst, wenn der Anwender nicht genügend ATB oder MP hat, oder das Spiel den Charakter aktiv steuert. Bis zu dreimal pro Kampf, okay. Ich meine 100, ne? Warum nicht? Selbstverständlich werde ich auch weiterhin neue Materie entwickeln. Gemeinsam werden wir Shinra schon die Stirn bieten. Ich werde fortlaufend neue Kampfberichte hinzufügen und hoffe, du wirst mir fleißig dabei helfen. Okay. Ich habe irgendwas, glaube ich, schon. Ich bin dir jedes Mal sehr dankbar für deine Unterstützung. Kampfbericht abgeschlossen, ich alles klar. Neue Materia entwickeln. Man scheint schon irgendwas wieder hergestellt. Luft, Aero, ja. Das war teuer. Warte, hat er beim ersten Mal weniger gekostet? Okay. Ich freue mich auf weitere Daten zu meinen Kampfberichten. Das sind so allgemein so Nebenmissionen für. Ich dachte, ich muss jetzt immer Analyse einsetzen oder so. 50 Ahnen von Gegnern Schock. Bei Gegnern Schockzustand. Okay. Alles klar. Ja, das werden so Sachen sein, die werde ich schon im Laufe der Zeit erledigen, ne? Danke für deine Hilfe. Deine Fähigkeiten können sich echt sehen lassen. Und ich würde sie gern wieder in Anspruch nehmen. Weißt du, es ist wieder eine Bestie aufgetaucht. Ein außerordentlich blutrünstiger Wachhund. Sag dir doch was, oder? Ne. Einer von Shinras Kampfhunden. Er wurde auf den Rostpfaden gesichtet. Kann ich dich damit betrauen? Ich übernehme das. Vielen Dank. Wir hätten uns an dem die Zähne ausgebissen. Ich zähle auf dich. Na gut, alles klar, machen wir direkt mal eine nächste Mission. Aber da unten war auch noch irgendwie was. Verlorene Freunde oder irgendwie sowas, ne? Kann man auch direkt annehmen. Vielleicht führt mich ja der Weg auch dahin, ne? Keine Ahnung, du. Kleines Mädchen, was stimmt nicht mit dir? Kann der Onkel mit dem Riesenschwert dir helfen? Hallo Tifa. Passt Marlene auf den Laden auf? Schade. Ich wollte, dass sie mir bei der Suche nach meinen Freunden hilft. Also irgendwie eine sehr komische Stimme für ein kleines Kind. Mir sagt, dass er sie suchen wird. Wirklich? Also gut, so sehen meine Freunde aus. Sie haben lange Arme und Beine, sind elegant und super schlank. Sie mögen Orte, wo man was essen kann. Und Leute, die ihnen Leckerlis geben. Und enge Spalten. Meine Freunde sind nämlich Kater, wisst ihr? Wir sollen Katzen suchen. Warte mal, ich habe da so einen Ort gefunden. Sehr zutraulich. Wenn man sie ruft, kommen sie auch. Du musst sie unbedingt zurückbringen, ja? Ich weiß schon, wo. Ich weiß noch nicht mehr, wo das war. Aber die Karte zeigt mir, glaube ich, an, wo das ist, ne? Da, guck mal. Ja, lass mal da hingehen. Die Monatszahlen der erlegten Bestien sind draußen. Na, da ist der. Okay, lass erstmal hier hingehen. Lass erstmal kämpfen. Ja, warum nicht? Ich gebe dir gleich ein. Gott, verdammt. Ist ja wie im echten Leben. Ich meine.
Na gut, bin ich überhaupt richtig? Ja, ne, ja. Dann komm mal her, du Wachhund, du. Autobieter. Ach, lassen wir erstmal. Okay, wird mir nicht genau angezeigt, wo ich hin muss. Irgendwo hier, ne? Da, guck mal. Ich teleportiere sich einfach dahin. Ah ja, das ist auch ein neuer Angriff, glaube ich, ne? So, da kann ich auch sehen, gegen was die anfällig sind und so, ne? Wirksam Eis. Warte mal, hast du Eis, Tifa? Sehe ich gerade nicht. Ich glaube, Magie allgemein, ne? Habe ich gar nicht. Ja, du hast Eis. So, dann machen wir mal Schwertsturm. Ah, nee, bringt ja nichts. Denn nur gegen mehrere Gegner, ne? Also, versuchen wir mal tiefer lieber. Wenn ich auch schnell Dings einsetzen kann hier. Eis. Daneben, glaube ich. Na komm her. Eis. Nö. Wie Flucht. Hinterher. Okay, ich wollte schon sagen. Ja, der ist jetzt ganz weg, ey. Tun wir mal die Pause hier ausnutzen und uns heilen, ne? Der ist hier drin, pass auf. In den Boxen ist irgendwie voll was drin, ne? Ich wollte gerade sagen, nichts drin, ne? Aber was ist los? Ich habe den Wachhund hier in die Enge getrieben. Er ist äußerst gereizt. Seid besser vorsichtig. Gut. Ich krieg keiner unter. Seinen Schockleiste wieder unten. Ich dachte, ich wäre ausgewichen. Hey! Na, Dreck! So, und eigentlich. Nee, Mutangriff. Nein, schon wieder. Ich kann die gar nicht daraus kippen. Haben die mir nicht letztens irgendwie gesagt, man kann irgendwie Verbündete retten irgendwie? War eigentlich ein Angriff, ich weiß es nicht. Wie kann ich die Kamera aufgehen lassen? Ich glaube R3, ne? So, kühl dich mal ab, Kollege. Na, oh Gott, ich bin schon wieder leicht tot. Alter. Kann ich dich auch irgendwie diesen Angriff raushauen? Nee, nicht, ne? So, warte mal. Nee, das wollte ich nicht. Gott, verdammter. Alter, ich gehe gleich drauf. Nein.
Alter, warum müssen die auf einmal so krass? Ja, jetzt voll gemacht. Ja, super, ich bin tot. Alter, warum ist denn der so krass auf einmal drauf? Ja. Alter. Du kannst ihn noch einmal versuchen. Die bisher verdienen von bleiben dabei erhalten. Okay. Finde ich, ich habe sowieso keine Erfahrungspunkte bekommen. Was? Ja, warum ist denn auf einmal so krass drauf? Na gut, weiß ich nicht. Ja, sobald er einen irgendwie einmal so gefangen hat, ist man mehr oder weniger tot, habe ich so ein Gefühl. Okay. Alles klar, versuchen wir nochmal. Du. Spacken, komm her. Oh. Das gibt's jetzt nicht. Okay, wie hast du den jetzt? Wie hat die mich jetzt befreit? Warte, ich habe eine Idee. Alter. Blockt. Hilf mir. Mach irgendwas. Irgendwie, wenn sie angreift, bringt es da irgendwie. Aber wenn ich selber mache, nicht. Ah. Und dann gehen meine AP schon wieder. Wahrscheinlich noch irgendeine Spielmechanik, die ich noch nicht drauf habe, und deswegen feige ich jetzt schnell. Los geht's. Na komm her. So, ich schaue ich auch mal direkt tiefer. Nein, diesmal nicht. Na, no, das gibt's nicht. Tiefer. So, ich habe Limit. So, wird dadurch auch meine Angriffskraft erhöht. Pass auf. Limit. Kreuzschlag. Das war's dann. Bin bereit. Ja, aber Schock anfällig, komm. Jetzt nicht mehr. Verschwende. Das wird so nichts. Okay. Ja, mach einfach. Na. Na komm, nein. Muss ich irgendwas drücken? Ich verstehe es nicht. Sie hilft mir anscheinend. Volle Kanne, hast du gerade volle Kanne gesagt? So, oh mein Gott. Keine große Sache. Ja, schwierig. Voll Mini-Boss-Kampf hier. Alter. Ihr habt es geschafft? Ach, danke. Ich tippe darauf, dass das eine neue Züchtung von Shinra war. Seit wann hat er hier für Probleme gesorgt?
Mal sehen. Die ersten Informationen haben uns heute Morgen erreicht. Das heißt... Ja, was heißt das denn? Könnte es etwas sein? Im Untergrund der Slums von Sektor 7 soll sich ja angeblich eine Forschungsstätte von Shinra befinden. Bist du dir sicher? Das wäre mir neu. Ich dachte, ich könnte dir Insider-Infos entlocken. Entschuldige bitte. Ist eine große Organisation. Es gibt vieles, das ich auch nicht weiß. Da ist sicher was dran. Der Hund ist jedenfalls erledigt und darauf kommt es an. Na gut. TP und MP Guide. Wenn du Leute in Not siehst, hilf ihnen. Nein. Nee. So, wir haben alle ein Level Up bekommen, glaube ich, ne? Und WP haben wir. Ach, mit Level Ups bekommen wir die. So, meine Frage ist jetzt. Ach, alle haben jetzt dieses Ding. Alle haben jetzt WP bekommen. So, was haben wir denn hier noch? Hört den Schaden von Kontern während der Offensivhaltung beim Blocken. Ja, obwohl das eine führt zum anderen eigentlich, ne? Wenn ich schon blocke, dann wahrscheinlich nur in der Offensivhaltung. Würde ich sagen. Na, Panzerschwert kann auch hochgelevelt werden. Während der Offensivhaltung. Ach, habe ich gerade. Ja, ist wieder die Eisenklinge. Ich will so Panzerschwert, da will ich hin. Genau. So, magische Attacke. Schaden von Schwertwirbel. Den setze ich fast nie ein. Also, ja. Ausfallverfahren, nehme ich an. So, tiefer. Ach, du hast kein Level Up, ne? Warte. Waffenstufe 15 von 20. Das Panzerschwert ist sogar stärker. Das hier hat mehr Magie, sehe ich gerade. Und Verteidigung. Mit Geschicklichkeitsbonus mindestens 3 Gegner treffen. Okay. Ja, komm, lass mal so, ne? Ich komme sowieso nicht neue Sachen. Ich habe 1500 jetzt, glaube ich. Also. So, warte mal noch hier. Verschwundene Freunde. Da komme ich zu auch zu dem kleinen Mädchen, ne? Ungeziefer in der Fabrik. Aber wenn ich wüsste, wo diese Katzen nochmal waren, ne? Ich habe die doch schon mal gefunden. Wenn ich irgendwo, weiß ich nicht. So eine Ecke hier verkrochen. Wer, ich mit dem dicken Schwert? Nee. Hier ist eine Katze, na. Wir sind eine Menge Katzen. Okay. Für die Katzenmafia. Was? So, wenn ich jetzt wüsste, wo das nochmal war, ey. Eine kleine... So ein kleines Gebiet hier irgendwie so. Die Arbeit als Alleskönner. Okay. Na gut, vielleicht war es oder ne, trifft den Schrotthändler. Okay, der muss schon mit, der hat schon wieder was für mich, alles klar. Nanu, war das nicht gerade ein Mountain? Es klang ziemlich nah. Was? Du. Kann ich eigentlich auch den Charakter hier wechseln? Ich meine, irgendwie kann man das auch machen, ne? Anführer, Anführer wechseln. Oh, dann kann ich aber... Ich kann trotzdem nur Cloud spielen. Schade, okay. Auf dem Wallmarkt kann man alles. Oh Gott, wo ist die Katze?
Tut mir leid. Die sie essen kann. Sie ist zurückgekehrt. Die drei Kater mögen Plätze mit vielen Leuten. Häufig spielen sie im Eingang zu den Slums. Und ist die winzig. Und was ist das? Gehen wir ja noch nicht mal zu den Knien. Bestimmt hier hingelaufen, ne? Pass auf. Hier sind aber Katzen, ne? Eine von denen ist doch bestimmt von der. Ja, die ist doch hier lang gelaufen, ne? Kann ich ihn jetzt schon wieder verloren haben? Wenn ihr vorbeigelaufen wäre, hätte die hat doch gemerkt, oder? Oder? Die linken mich hier gerade. Nee, da ist eine Leiter. Aber wo ist noch mal dieses Ding ist ja, wo ich durchgeklettert bin, ja. Kleine enge Passage. Gut. Hast du noch was für mich? Eine neue Kampf von der Rasse von Shinra, ha? Frage mich, wie das Vieh hierher gekommen ist. Okay, du wirst mir angezeigt hier. Das finde ich schon mal ein bisschen nervig. Wird mir angezeigt, obwohl ich hier schon erledigt hat. Am Anfang des Slums hätte ich gesagt. Da war jetzt irgendwie so ein Signal, dass die ganze zurückgegangen ist. Okay, hier sind viele Leute. Was ist denn da los? Lass uns mal nachsehen. Nein, das ist schon viel zu verdächtig. Er steht doch schon getane Arbeit. Sieht doch schon so aus, als müsste ich da hin, ey. Ja, da ist eine Katze. Gut, verschwundene Freunde. So, wo ist die dritte Katze? Also erst Hunde erlegen und dann Katzen suchen, ne? Wenn wir das Spiel irgendwie was damit sagen. Ach, pass doch auf, Tifa. Hol doch nicht alles um. Da ist noch irgendwie ungeziefer Problem oder so. Wie ist das, ne? Können wir auch mal nachgucken, annehmen schon mal. Hi. Willkommen. Oh, ein neues Gesicht. Bist wohl nicht zum Einkaufen hier. Du musst der Alleskönner sein, von dem man sich so viel erzählt. Gut. Du kannst mir vielleicht weiterhelfen. Ich will, dass du die fliegenden Echsen in der alten Fabrik erlegst. Da ist nämlich unser Revier. Meine Stammzulieferer begeben sich für Trödel gerne mal in Gefahr. Das macht mir etwas Sorgen. Ich übernehme das. Besten Dank, Mann. Wegen der Einzelheiten kannst du dich vertrauensvoll an Najin wenden. Er ist ein Mitglied der Bürgerwehr. Lass ihn nicht warten, die Sache drängt, okay? Hier kann ich verkaufen. Okay. Ich habe mir letztens im Honig Fabrik, was für eine Fabrik? Verkaufsautomat. War ich da schon mal? Nö. Anscheinend ist da ein Verkaufsautomat, aber ich komme da noch nicht hin. So, da ist die Hauptquest, deswegen. Ey, hör auf! Gott verdammt! Widerstand ist zwecklos! Lass mich in Ruhe, du Shinra-Schwein! Klappe, Slamratte! Johnny, der Name sagt mir was. Hallo!
Angeblich soll ein Schießpulver aus einem Schießpulver geklaut haben. Johnny wurde zu der Sache verhört und du weißt ja, wie bockig der Bengel sein kann. Das hatte doch sicher mit dem Anschlag zu tun. Armer Kerl, diesmal kommt er nicht so leicht davon. Das wird echte Konsequenzen haben. Wir müssen Johnny helfen. Gehört er zu euch? Nein, aber er hat mitbekommen, dass wir hinter Everland stecken. Und leider plappert er gern. No. Johnny darf auf keinen Fall reden. Ich gehe hinterher. Ich komme mit. Wirklich? Aber... Das bin ich dir schuldig. Für deine Hilfe. Na gut, dann los. Was ist los? Ich hoffe nur, die lassen... Die Typen haben Johnny... Oh nein, die fangen... Die tun mich jetzt hier ein... Die haben mich eingesperrt. Ich muss sie verfolgen. Na... Ich war doch hier noch nicht fertig, Mann. Johnny, verdammt. Der kam aber auch im Original vor, glaube ich. Der sagt mir irgendwer. Nee, den Design kommt mir auch bekannt vor. Glaube ich. Cloud, hinter die Container da. Überhaupt, ich hab doch gar nichts getan. Nee, nur ein bisschen Schießpulver geklaut, was? Uns machst du nichts vor. Das war deine ID, du hast das Lager betreten. Quatsch, das muss ein Irrtum sein. Ich würde mich nie auch nur in die Nähe eines Zimmerlagers bauen. Verdammt, Johnny rutscht sicher was raus. Gehen wir? Ja, du lenkst die Gardisten ab, ich kümmere mich um den Rest. Was? Na gut, hier ist ein Verkaufsautomat, habe ich gesehen, ne? Damit man weiß nicht, hier sich gut ausrüsten kann, nehme ich an, ne? Ob so viele Trinke. Lasst ihn gehen. Bist du ein Komplize? Raus damit! Was los? Wer ist da? Oh, dein Freund und Helfer in der Not! Ihr seid es! Everland! Nein, Johnny, mach das nicht! Hey, du! Was soll das werden? Nur die harte Tour. Ja, so viel mit, ja. Ich kümmere mich um die Gardisten da. Noch nicht verrecken, ich will dich noch erkunden, analysieren, meine ich. So, so. Na, das ist ein Hund. Mach ich dich jetzt mal platt. Aua. Schießgefäß mit dem Ding und nicht. Und hau mich nicht damit, ey. So, wirksam Feuer habe ich nicht. Kannst du es wagen, mich anzugreifen? Ey? Ja, ich analysiere deinen Hund. Was machst du jetzt? Ja, wirksam, Eis, alles klar. Ja, ich meine, ich muss irgendwie was machen. Wenn die geschockt sind, soll ich die irgendwie angreifen? Diesen Angriffen oder was? Ja, schon tot. Ja, da habe ich schon wieder ein paar Sachen analysiert. Wir stellen ihn ruhig. Hey, hey, nicht. Was? Nein, nein. Lass das. Wenn dir was an deinem Leben liegt, dann verschwinde. Ja, ja, ja! Ich mache eine Biege! Ich schwör's! Ja. Sollen wir ihn echt laufen lassen? Er könnte reden. Ich weiß aber,
Er hat nichts getan. Und die? Lass sie liegen. Cloud, was soll das? Verschwinden wir, bevor sie aufwachen. Na, ist er doch gar nicht tot, das ist doch. Das ist auch nicht schlimm. Na, ich bin nicht irre. Ja, Johnny, da kommt mir irgendwie bekannt vor. Da kommt in, glaube ich, in irgendeiner anderen Stadt oder so vor, ne? Später. Sag dich lieber um dich selbst. Lass uns von hier verschwinden. Was ist? Ich weiß nicht. Du hast dich irgendwie verändert, Cloud. Inwiefern? Deine Augen zum Beispiel. Wie soll ich das sagen? Früher hast du nicht so... Das kommt von Marco. So sehen alle bei Soldat aus. Ach so. Und nun? Willst du zum Laden zurück oder lieber noch ein paar Aufträge erledigen? So, hier kann ich mich heilen, ne? Machen wir mal. Ich glaube, mit Augen hat sie sich eher so darauf bezogen, dass du wie ein Irrer gerade guckst. Nicht, dass Marco irgendwie in deinen Augen reingespritzt worden ist. So war das, glaube ich, irgendwie so die Story. Alle bei Soldat haben irgendwie so, weil ich Marco eingeflößt bekommen. Deswegen hat er so leuchtende Augen, so blaue Augen. Das glaube ich auch ein Gespräch im Original war. So, wir müssen zum siebten Himmel. Und hier ist das mit der Fabrik, okay. Da muss ich nur eine Katze finden. Ich glaube, die Katze, die suche ich dann offscreen. Dann schneide ich euch rein, wenn ich die gefunden habe, ne? Damit wir uns ein bisschen Zeit hier sparen. Und ja. Ich verabschiede euch dann mal bei diesem krassen Tune hier. Den Chocobo-Song. Der sehr merkwürdig immer noch klingt. Und ja. In diesem Sinne sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat der Bad gefallen. Wenn ihr hinterlasst, doch bitte ein Like, ein Abo oder einen Kommentar. Das würde mich sehr freuen. Und dann sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Tschüss, Kowski.